Guten Abend Leute, hier habe ich ein kleines Update für das Video, wie man Add-ons auf seinen Garry's Mod Server lädt. Es wurde einiges verändert, dadurch werden die Add-ons jetzt eben genauso installiert oder hinzugefügt, wie es früher mal war. Ihr nehmt das Add-on aus eurem, vom PC eben, hier Client-Side-mäßig, das habe ich mit GMAT zu einem Ordner gemacht, also diese GMA-Datei habe ich hier in diesen richtigen Ordner verwandelt, das habe ich ja in einem anderen Video schon gezeigt, wie das geht. So, und jetzt ist es nicht so, dass ihr bei Add-ons das einfach hier reinzieht, so wie es eben davor der Fall war, sondern ihr macht das einmal auf und zieht einfach jetzt diese Ordner direkt hier in euren Garry's Mod Ordner rein, also einfach so. Und das war es dann schon, dann funktioniert's. Und das Ganze ist mir einfach aufgefallen, indem ich wurde heute angeschrieben und wurde gefragt, warum die Jihad-Bombe nicht funktioniert oder generell, ne, Add-ons zurzeit nicht und so weiter. Und dann habe ich bei mir in den Server reingeschaut und mir ist aufgefallen, dass der Add-ons-Ordner komplett leer ist hier bei uns auf dem Server. Und dann habe ich mich noch gewundert, warum aber dennoch alles geht. Wurde halt eben umgewurstelt und hier, als ich dann in Lua war und bei Weapons reingeschaut habe, ist mir aufgefallen, der Redeemer, Nuke Strike und so weiter, funktioniert alles noch auf dem Server und ist hier drin. Da kann ich doch die Jihad-Bomb, die jetzt eben hier ist, hier und hier, auch eben da reinpacken, ne? Also einfach, wenn man den Weg komplett zurückgeht, ja, so. Die Ordner hier alle reinziehen. Also nochmal kurz zusammengefasst, sobald ihr mit GMAT, GUI oder wie das Programm heißt, irgendeine von euren aus dem Workshop heruntergeladenen Dateien, eine GMA-Datei, umwandelt in so einen Ordner, öffnet ihr den Ordner einmal und dann seht ihr schon Lua, Materials, pipapo und dann zack, einfach alles hier rein. Nicht vorsichtig, nicht einfach dann hier so zack und dann ist es nämlich in Models drin, ne, sondern hier, ihr wisst schon, zack, okay. Okay, gut, das war's. Dann viel Spaß mit den Add-ons. Ciao, ciao.